herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der 28. September und damit auch der Tag, auf den ich schon so lange gewartet habe, denn ich bekomme heute endlich mein Cover-Up-Tattoo. Ja, der kleine Affe mit Gitarre, den ich hier auf dem Oberarm habe und was auch damals mein allererstes Tattoo war, und was ich jetzt über 10,5 Jahre lang auf der Haut hatte, muss jetzt leider weichen, weil ich mich mit dem Tattoo nicht mehr identifizieren kann, weil es damals einfach mega schlecht gestochen wurde und es auch nie eine wirkliche Bedeutung hatte und es mir ganz einfach nicht mehr gefällt. Ich habe euch das auch nochmal ein bisschen genauer in einem Video erklärt. Das habe ich vor 3 Wochen schon hochgeladen. Ich verlinke es euch hier an dieser Stelle nochmal. Falls ihr es nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das da nochmal angucken. Da erkläre ich einfach dann nochmal genauer, warum ich mich für diesen Schritt des Cover-Up-Tattoos entschieden habe. Ja, heute ist wie gesagt der große Tag und ich bin mega, mega aufgeregt. Den Termin habe ich vor 3 Wochen bekommen und die Zeit bis heute ist einfach gar nicht vergangen. Und gerade auch heute Morgen, jetzt so die letzten Stunden, vergehen null. Also ich habe das Gefühl, ich gucke alle paar Minuten auf die Uhr und ja, es ist keine Zeit vergangen. Das ist einfach immer so, wenn man sich mega auf etwas freut, dann vergeht die Zeit einfach nicht. Aber ja, heute ist es auf jeden Fall soweit und ich freue mich so. Gestern Abend habe ich das Motiv geschickt bekommen. Das wurde ja speziell für mich angefertigt. Sie hat mir das als Skizze quasi aufgemalt. Ich habe ihr ja meine Ideen, meine Vorstellungen geschildert und sie hat da jetzt halt was ganz Eigenes draus gemacht. Und ich bin mega, mega begeistert. Es ist viel besser geworden, als wie ich es mir überhaupt vorgestellt hätte. Und jetzt hoffe ich, dass es dann auf meiner Haut auch so gut aussieht wie auf dem Papier, auf der Skizze. Und dann, ja, bin ich einfach mega glücklich. Ich habe euch unter dem Cover-Up-Tattoo-Video ja gefragt, was ihr glaubt, für welches Motiv ich mich entschieden habe. Und die Reaktionen von euch, die waren ziemlich eindeutig. Ich kann euch das nochmal eben kurz zeigen. So, das hier war das Video. Da habe ich einen eigenen Kommentar drunter geschrieben. Na, was glaubt ihr? Da kam ein Kommentar von Herr Gamer Kamera. Auch die Dani hat geschrieben, eine Kamera wette ich und oben drüber Rauch, weil du so viele Bilder geknipst hast. Hat mit deinem Leben zu tun und du hast das so leidenschaftlich gesagt. Auch die Julie hat geschrieben, ich würde übrigens auch eine Kamera tippen und über der Kamera vielleicht so bunte Farbkleckse, da du ja auch sehr gerne malst. Auch die Beautiful Lena hat geschrieben, bestimmt eine Kamera passt perfekt zu dir. Und genau diese Kommentare von euch haben mich jetzt nochmal mega darin bestätigt, dass meine Wahl, die ich mit dem Motiv getroffen habe, genau die richtige war. Und dass es auch wirklich zu mir passt, weil wenn sogar fremde Menschen das schon sagen über mich, dass eine Kamera zu mir gut passt, und wo ich auch selber ja das Gefühl hatte, dann wird es wohl das Richtige sein. Die Kamera hat gleich mehrere Bedeutungen für mich. Zum einen bin ich ja hauptberuflich Fotografin, seit 6,5 Jahren schon und hatte auch vorher schon immer viel mit Kameras zu tun, auch jetzt hier zum Beispiel mit YouTube, und Kameras waren schon immer so eine große Leidenschaft von mir, Fotos machen. Das zum einen, außerdem symbolisiert die Kamera für mich am besten, dass man damit einfach schöne Erinnerungen festhalten kann. Und genau das möchte ich auch mit meiner Familie kombinieren, denn ich wollte auch ein Familientattoo gerne haben. Wollte das ursprünglich eigentlich getrennt haben, also ich wollte gerne eine Kamera haben und ein Familientattoo. Jetzt habe ich das aber kombiniert, weil ich dachte, das passt auch perfekt. Ich habe als Kameranamen die Anfangsbuchstaben meiner Eltern und meiner Schwester benutzt, AJM. Genau, weil ich wollte nicht irgendeinen Markennamen haben, den es schon gibt, sondern einfach, ja, meine Eltern und meine Schwester damit in das Tattoo einbinden. Denn ich liebe es einfach, die schönen Erinnerungen, die ich mit meiner Familie habe, festzuhalten. Und ich glaube, die Kamera symbolisiert das einfach perfekt. Ja, deswegen halt eine Kamera mit den Buchstaben. Und die Farbkleckse drumherum haben jetzt keine tiefere Bedeutung. Sieht einfach nur cool aus, sieht schön aus. Es ist nicht einfach nur ein schwarzes Tattoo. Ich finde das mega toll mit den Farben und diesem Verlauf. Ich zeige euch das hier gleich eingeblendet. Dann seht ihr die Skizze schon mal. Und ihr bekommt nachher natürlich auch noch das fertige Ergebnis zu sehen. Ja, das soweit zu dem Tattoo. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es ein Tattoo ist, was ich mein Leben lang gut finden werde. Und wie gesagt, ich bin mega, mega begeistert.
von der Vorlage, die ich jetzt bekommen habe. Und ich hoffe, dass das gleich auf der Haut auch so gut aussieht, aber ich bin da echt zuversichtlich. Um 14 Uhr habe ich den Termin. Ich werde beim Stechen wahrscheinlich nicht filmen, aber auf jeden Fall zeige ich euch dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin, wie es geworden ist. Ich habe jetzt heute einfach ein T-Shirt angezogen, damit die Tätowiererin da gleich gut ankommt, obwohl es heute schweinekalt ist. Genau deswegen habe ich mir halt noch eine Strickjacke einfach übergezogen. Ja, ich wollte euch noch einmal ganz kurz zum Abschied meinen Affen zeigen. Ja, das ist irgendwie echt mega, mega komisch, dass der jetzt für immer wegkommt. Nachdem der jetzt halt 10,5 Jahre auf meiner Haut war, irgendwie gehört der halt schon zu mir. Ja, also irgendwie bin ich einerseits traurig, dass der wegkommt, andererseits freue ich mich, dass der endlich wegkommt. Das ist echt so ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal eben die Skizze von dem neuen Tattoo. Das hier ist die Skizze, die ich geschickt bekommen habe von Irina. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen gut erkennen. Es ist halt so ein blau-roter Farbverlauf. Sie musste halt auch ein bisschen Schwarz mit reinbringen, damit der Affe auch gut überdeckt wird. Ja, hier stehen halt AJM, Angelika Jürgen Melanie und auch die Kamera. Sie hat da so viele Details reingebracht. Ja. Also ich bin einfach nur mega, mega begeistert. Wenn sie das so auf der Haut auch richtig gut hinbekommt, dann ist es einfach nur perfekt. Also ich finde die so genial, diese Kamera. Also sie hat an echt so viele Details gedacht. Und gerade das macht es irgendwie mega schön. Also ich bin total verliebt in dieses Tattoo. Sie konnte das jetzt mit den Stiften natürlich nicht genau so zeichnen, wie das dann nachher auf der Haut wird. Da verlaufen die Farben natürlich noch ein bisschen anders, aber ja, ich finde das so auf jeden Fall schon echt mega. Inzwischen haben wir den nächsten Tag. Ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil das alles ein bisschen später geworden ist als geplant. Bei dem Beratungsgespräch meinte sie ja damals, sie schätzt, dass das so circa 2 bis 3 Stunden dauern wird. Letztendlich saß ich 4,5 Stunden da. Das heißt, ich war auch erst so um, ich glaube, kurz nach 19 Uhr bei meinen Eltern, weil ich der Kies abholen musste. Die haben sich dann auch erstmal das Tattoo angeguckt, dann haben wir noch uns ein bisschen unterhalten und so weiter. Und bis wir dann zu Hause waren, war das, ich glaube, schon irgendwie 7:45. Ja, auf jeden Fall sehr spät und ich hatte mega Kopfschmerzen und ich war einfach mega K.O. und fertig und ich hatte keine Lust mehr zu filmen. Deswegen zeige ich euch jetzt heute, wie das Tattoo geworden ist. Ich bin auf jeden Fall mega, mega begeistert und ja, es hat schweinemäßig wehgetan. Ich habe bei allen anderen 3 Tattoos ja immer gesagt, ach, Tattoos stechen, das tut überhaupt gar nicht weh. Weil, ja, ich fand das einfach lachhaft, wie das war. Und gestern habe ich echt gemerkt, Mist, das tut doch ganz schön weh. So nach 2 Stunden bis dahin ging es eigentlich ganz gut und dann habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht, wann ist das endlich fertig? Kann die mal ein bisschen schneller machen? Ich will das jetzt einfach nur noch fertig haben und hier raus sein. Das war schon echt anstrengend, das glaubt man gar nicht. Vor allen Dingen, weil das ja so ein großes Tattoo jetzt geworden ist und eben großflächig. Ja, hat ordentlich wehgetan auf jeden Fall, aber wer schön sein will, muss leiden. Und ihr wollt jetzt sicherlich alle das Ergebnis sehen, von daher zeige ich es euch jetzt. So sieht mein neues Tattoo jetzt aus. Und ich finde es so genial. Es geht hier quasi einmal fast um den ganzen Arm rum. Das glänzt jetzt noch ein bisschen, weil ich da gerade so eine spezielle Tattoo-Creme drauf gemacht habe. Ich habe gestern Abend auch keinen Verband oder sowas da drum bekommen. Sie hat da so ein flüssiges Spray drauf gemacht, was quasi wie so ein durchsichtiges Pflaster in dem Sinne war. Das hat auch gleichzeitig irgendwie desinfiziert. Und das hätte man nach 3 Stunden schon abwaschen können. Ich habe das jetzt heute Morgen beim Duschen gemacht. Ja, und dann halt mit dieser speziellen Creme eingecremt. Genau, und das ist jetzt eben halt das Ergebnis. Ich muss das jetzt ordentlich pflegen. Es dauert circa 3 bis 4 Wochen, bis es komplett abgeheilt ist. Und dann kann man auch sagen, ob nochmal was nachgestochen werden muss. Wahrscheinlich wird es nochmal nachgestochen werden müssen, weil ich sehe jetzt schon, dass der Affe ein kleines bisschen durchkommt. Ihr seht das ja hier auch. Der ist hier bei dem Blauen quasi gewesen. Ja, der war leider doch
ziemlich hartnäckig. Gestern beim Stechen hat sie schon gemerkt, so, oh, oh, der kommt wieder durch. Da hat sie echt einige Male drüber gestochen. Aber ja, gestern Abend hat man den dann auch gar nicht mehr gesehen. Heute Morgen habe ich gesehen, dass der halt doch noch ein bisschen durchschimmert. Ja, aber ich muss jetzt halt, wie gesagt, erstmal 3 bis 4 Wochen warten, bis das alles soweit abgeheilt ist. Die Farben setzen sich ja auch noch ein bisschen und das heißt, so wie das jetzt gerade aussieht, bleibt das wahrscheinlich auch nicht. Genau, wir müssen jetzt auf jeden Fall abwarten und dann nach 3 bis 4 Wochen mal gucken, wie es dann aussieht. Und ich denke mal, dass wir dann zumindest die obere Stelle da nochmal nachstechen müssen, wo der Affe eben durchguckt. Aber ansonsten, ja, ist das alles mega gut geworden. Also ich sehe keine Stellen, die irgendwie schlecht gestochen worden sind oder wo die Farbe nicht so ganz perfekt geworden ist. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch alles echt gut und ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall ganz schön pflegen und dann hoffe ich, dass das auch alles gut verheilt. Es tut auf jeden Fall jetzt noch schweinemäßig weh. Es ist die ganze Zeit so ein, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, so ein stechendes, brennendes Gefühl irgendwie und das pocht die ganze Zeit. Vor allen Dingen, wenn man da halt ankommt, das ist quasi auch wie so ein riesen blauer Fleck und wenn man da drauf fasst, dann ja, tut es halt weh. So in der Art kann man das vielleicht beschreiben, die Schmerzen. Ja, in den nächsten Tagen wird es natürlich anfangen, jetzt erstmal zu heilen. Die Haut wird jetzt arbeiten. Es können natürlich Krusten drauf entstehen. Die Haut kann ein bisschen abpellen. Ja, aber ich werde es auf jeden Fall gut pflegen und ich hoffe, dass ich dann nicht allzu viele Probleme damit haben werde. Ja, aber ich bin einfach mega, mega begeistert, wie das aussieht. Es ist halt echt mega groß geworden. Aber ich finde es einfach nur genial. Zu der Bedeutung habe ich euch ja, glaube ich, schon einiges erzählt, weil das eben die Kamera ist, die für mich viel bedeutet, weil ich hauptberufliche Fotografin bin, weil ich auch mit YouTube viel mache und generell viel und immer mit Kameras zu tun hatte. Und weil ich auch gerne all die schönen Erinnerungen festhalte, was die Kamera einfach am allerbesten symbolisiert. Vor allen Dingen halte ich gerne die schönen Erinnerungen mit meiner Familie fest. Deswegen steht da auch nicht Nikon, Canon, Sony oder sonst irgendein Kameraname drauf, sondern AJM. Das steht für meine Eltern und für meine Schwester Angelika, Jürgen, Melanie. Kies hat ja sein eigenes Tattoo an meinem Bein quasi, deswegen steht er hier nicht mit drauf. Das ist also nur ein reines Familientattoo quasi, meine alten Wurzeln sozusagen, meine Familie, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich ganz, 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 ganz viele schöne Erinnerungen teile. Ja, das ist also quasi für meine Eltern und für meine Schwester dieses Tattoo. Ja, und ich bin mega, mega begeistert. Jetzt habt ihr erstmal mein neues Tattoo gesehen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Es ist auf jeden Fall echt etwas ganz, ganz anderes als der kleine Affe. Und mega ungewohnt, dass ich da jetzt so ein riesen XXL-Tattoo quasi auf meinem Oberarm habe. Da muss ich mich selber erstmal noch dran gewöhnen, aber ja, ich glaube, das geht ganz schnell. Wahrscheinlich werde ich jetzt die nächsten Tage auch erstmal im T-Shirt rumlaufen, weil ich einfach so stolz darauf bin und das irgendwie allen zeigen will. Auch wenn das schweinekalt draußen ist, aber ja, auch zum Pflegen ist das natürlich besser, wenn ich jetzt ein T-Shirt anhabe, weil ich das halt regelmäßig wieder neu eincremen muss, damit das auch nicht austrocknet. Ja. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu dem Tattoo in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Detailaufnahmen, wenn ich das hier gleich irgendwie hinkriege. Wie gesagt, das ist noch nicht final. Das ist jetzt quasi immer noch frisch gestochen. Es ist jetzt der Morgen danach. Es wird sich auf jeden Fall vom Aussehen her noch ein bisschen ändern. Aber ja, damit ihr auf jeden Fall schon mal so einen Einblick bekommt, wie es jetzt grob aussieht.